Damen und Herren, ich hoffe, Sie hatten eine angenehme Mittagspause und Sie hatten auch mal Gelegenheit, in die Ausstellung hochzuschauen. Jetzt machen wir weiter mit Herrn Dr. Düx, ehemaliger Richter, Vorsitzender Richter am Oberlandesgericht in Frankfurt am Main, geboren 1924 in Marburg, 1961 bis 1966 war er Richter am Landgericht in Frankfurt und in dieser Zeit war er eben Untersuchungsrichter im Frankfurter Auschwitz-Prozess und im Anschluss daran hat er in weiteren Strafverfahren in Bezug zu nationalsozialistischen Gewaltverbrechen gewirkt. Von 67 bis 89 war er eben Richter am Oberlandesgericht und ab 1970 Vorsitzender eines Senats für Wiedergutmachung von NS-Unrecht. Er hat also in seinem Berufsleben die meisten Jahre eben mit nationalsozialistischer Vergangenheit und mit nationalsozialistischen Verbrechen zu tun gehabt, auf der strafrechtlichen Seite einerseits und eben auch auf der Entschädigungsseite. Also insofern ist er natürlich der geborene Redner für unsere Veranstaltung heute hier, die Verantwortung von Juristen. Ich freue mich sehr, Herr Düx, dass Sie den Weg hier nach Nürnberg gefunden haben. Auschwitz im Gerichtssaal, der sogenannte Auschwitz-Prozess in Frankfurt am Main. Ich darf Sie um Ihre Rede bitten. Ist das gut so? Soll ich weiter runterfahren? Ist so gut. Verehrte Frau Ministerin, verehrte prominente Gäste, sehr geehrte Damen und Herren, als im März 1958 der ehemalige Häftling des Konzentrationslagers Auschwitz, Adolf Rögner, bei der Staatsanwaltschaft Stuttgart gegen Wilhelm Boger, einen besonders sadistischen Tötungsspezialisten dieses Vernichtungslagers, eine Strafanzeige erstattete, waren die atmosphärischen Bedingungen für eine zügige und objektive Bearbeitung dieser Anzeige absolut ungünstig. Zwar war der Weg für eine Ahndung der NS-Gewaltverbrechen, nämlich Verbrechen gegen den Frieden, Verbrechen gegen die Menschlichkeit und Kriegsverbrechen durch das Urteil des Internationalen Kriegsverbrechertribunals vom 1.10.1946 völkerstrafrechtlich geebnet. Die Alliierten hatten sich diesmal nicht, wie nach dem Ersten Weltkrieg, in partizieller Abänderung des Artikels 228 Versailler Vertrag bereit gefunden, deutsche Kriegsverbrechen vor dem Reichsgericht in Leipzig verhandeln zu lassen. Damals wurden von 901 Beschuldigten lediglich 13 zu Gefängnis zwischen 6 Monaten und 4 Jahren verurteilt. Den wenigen Verurteilten wurde die Flucht ermöglicht und die ihnen dienstbaren Gefängnisbeamten dafür öffentlich belobigt. Eine solche verbrechensbegünstigende, strafvereitelnde Tendenz zeigte sich unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg im Sog der Nürnberger Prozesse zunächst auch nicht, als die deutschen Juristen mit Genehmigung der Staaten der Anti-Hitler-Koalition wieder in Funktion treten konnten. So verurteilte zum Beispiel das Landgericht Berlin 1946 die Ärztin Dr. Hilde Wernicke und die Pflegerin Helene Wieczorek wegen Ermordung von Kindern und Erwachsenen in der Heil- und Pflegeanstalt Meseritz-Obra-Walde in 600 bzw. 1000 Fällen im Rahmen des Euthanasie-Programms des NS-Regimes zum Tode. Die Revision wurde vom Kammergericht verworfen. Beide Verurteilte wurden am 14.01.1947 hingerichtet. Auch das Landgericht Frankfurt
verurteilte im März 1947 die in der Heil- und Pflegeanstalt Hadamar bei Limburg tätig gewesenen Ärzte Dr. Bodo Gorgas und Dr. Adolf Wallmann wegen Mordes in 1000 bzw. 900 Fällen zum Tode. Auch hier wurde die Revision verworfen. Zur Hinrichtung kam es aber nicht. Die Strafe wurde zunächst in lebenslange Haft umgewandelt. In den 50er Jahren kam es dann sogar zur Haftentlassung. Wie ist dieser plötzliche Wandel zu erklären? Eine Ende 1946 von den Alliierten vorgenommene Erhebung über die Denkmuster der deutschen Bevölkerung zeigt, dass 18 Monate nach der totalen Kapitulation noch insgesamt 80% der Befragten als Rassisten und Nationalisten bezeichnet werden konnten. Im Bereich der Justiz war das besonders augenfällig. So wurde zum Beispiel 1949 in Bayern von 924 Richtern und Staatsanwälten 751 als ehemalige Parteigänger entlarvt. Zu solchen Fehlentwicklungen trug das sogenannte Huckepack-Verfahren bei. Für jeden unbelasteten Richter konnte ein Belasteter beschäftigt werden. Diese Seltsamkeit, natürlich von den ehemaligen faschistischen Eliten dankbar begrüßt, waren einige Jahre nach 1945 nicht nur ein deutsches Problem. Das muss unbedingt gesagt werden. Denn schon bald brach der 40 Jahre währende Kalte Krieg zwischen den westlichen und östlichen Staaten der Anti-Hitler-Koalition aus. Diese Auseinandersetzung führte zu Konsequenzen, die wohl niemand bei der Befreiung vom Faschismus im Mai 1945 für möglich gehalten hätte. Das wurde offengelegt in einer schweizerischen Dissertation von Daniel Ganser, die seit 2008 auch den deutschen Büchermarkt bereichert. Unter dem Titel NATO-Geheimarmeen in Europa, inszenierter Terror und verdeckte Kriegsführung wird ausgeführt, dass der amerikanische Geheimdienst CIA und der britische Geheimdienst aus Angst vor dem Kommunismus und einer sowjetischen Invasion in Europa unter den Decknamen Gladio und Stay Behind geheime Netzwerke zur Abwehr aufbauten, aufsehenerregend ist, wer in Deutschland für diese Netzwerke rekrutiert wurde. Man griff auf die zurück, die am intensivsten auf das offizielle Feindbild der NS-Zeit, den jüdisch-bolschewistischen Untermenschen, indoktriniert worden waren und die mit Waffen und Sprengstoff umgehen konnten. SS-Leute und Angehörige ähnlicher rassistischer Vernichtungseinheiten boten insoweit ein unerschöpfliches Reservoir. So wurde auf dem General Reinhard Gehlen von Hitler 1942 als Chef der Fremdenheere Ost eingesetzt zurückgegriffen. In der Dissertation Ganser wird Gehlen unter Bezugnahme auf den amerikanischen Historiker Christopher Simpson als einer der schrecklichsten Gewalttäter des Krieges gekennzeichnet. Dieser Gehlen wurde von den Amerikanern zum Chef des ersten deutschen Geheimdienstes bestimmt. Man nannte diese Gruppe Organisation Gehlen. Diese neue Gruppe wurde in einer Ausbildungsanlage
der ehemaligen Waffen-SS in Pullach, Bayern, untergebracht. Dort sitzt heute noch der Bundesnachrichtendienst als Funktionsnachfolger der Organisation Gehlen. Ganser recherchierte auch, dass der erste westdeutsche Bundeskanzler Adenauer über den Wandel Gehlens vom Spionagechef Hitlers zum Chef des späteren westdeutschen BND informiert war. Auch der von Adenauer berufene Staatssekretär Hans Globke, der in der NS-Zeit dem offiziösen Kommentarwerk aller NS-Gesetze und Verordnungen Funden und Neubert die Rassengesetze im faschistischen Sinne erläutert hatte, soll nach Ganser über die Netzwerke Gladio und Stay Behind informiert gewesen sein. Es nimmt nicht Wunder, dass unter solchen Umständen die erschreckend hohe Zahl von Aktivisten und Mitläufern des NS-Regimes Morgenluft witterte und die ursprüngliche Denazifizierungspolitik der amerikanischen und britischen Besatzungsmacht für überholt empfand. Seitens dieser Kräfte begann zum Beispiel ein massiver Kampf gegen das Kontrollratsgesetz Nummer 10. Durch dieses war der deutschen Justiz die Möglichkeit gegeben worden, mit Genehmigung der Militärregierung nach Maßgabe der Grundsätze des Internationalen Militärtribunals Nürnberg Verbrechen gegen die Menschlichkeit zu ahnden. Alsbald wurde das Gesetz Nummer 10 als ein solches, das unserem Rechtsdenken widerspricht, oder als ein schlecht gefasstes und für deutsches Rechtsdenken schwer fassbares Gesetz bezeichnet. Dem von der britischen Besatzungsmacht 1946 eingesetzten obersten Gerichtshof für die britische Zone, der mit unbelasteten deutschen Richtern besetzt war und das Kontrollratsgesetz Nummer 10 mehrfach angewendet hatte, wurde 1950 vorgeworfen, er habe sich von den Grundsätzen des deutschen Strafrechts entfernt. Bei dieser Gelegenheit muss man bemerken, dass ein Angehöriger dieses britischen obersten Gerichts, nämlich der spätere Oberlandesgerichtspräsident von Frankfurt, an diesen Urteilen, die hier beanstandet worden sind, teilgenommen hat. Nach Erlangung der Souveränität der Bundesrepublik 1949 erfolgte zunächst ein Boykott dieses Kontrollratsgesetzes Nummer 10. Anhängige Verfahren nach diesem Gesetz wurden einfach nicht entschieden, in der Annahme, dass bald dieses Gesetz aufgehoben würde. Am 10.05.1946 war es auch soweit. Das erste Gesetz der souveränen Bundesrepublik zur Aufhebung vom Besatzungsrecht beseitigte das Kontrollratsgesetz mit seinem völkerstrafrechtlichen Inhalt. Eine allgemeine Schlussstrichmentalität in Bezug auf die NS-Gewaltherrschaft, die beherrschte die damalige Szene. Selbst Personen, von denen man anderes erwartet hätte, wurden von dieser Mentalität ergriffen. So erklärte der damals oft in Erscheinung tretende SPD-Abgeordnete Merten im Bundestag wörtlich: Selbst einem juristischen Laien ist klar, dass die Prozesse gegen NS-Täter nicht dem Willen der Gerechtigkeit gedient haben, sondern dass sie politische Prozesse gewesen sind. So dann führte er aus, wiederum wörtlich: Wir müssen Schluss machen mit jeder Diskriminierung von Deutschen, Schluss mit der Rechtspraxis, deren Grundlage von dem Willen zur Rache und Vergeltung diktiert sind. Die eingangs erwähnte Strafanzeige des ehemaligen Auschwitz-Häftlings Adolf Rügner traf also 1958 auf einen fatalen, die NS-Verbrechen verdrängenden Zeitgeist.
Der Anzeigerstatter wurde in einem Aktenvermerk als geltungsbedürftiger Psychopath bezeichnet. Die von Rückner angeregte Kontaktaufnahme mit dem Internationalen Auschwitz-Komitee zwecks Beschaffung von Beweismaterial unterblieb. Erst als dessen Generalsekretär, der Wiener Hermann Langbein, der aus politischen Gründen mehrere Jahre in Auschwitz inhaftiert war, die Strafanzeige unterstützte, kam etwas Bewegung in die Sache. Als dann noch im Januar 1959 der Korrespondent der Frankfurter Rundschau, Thomas Knielka, dem hessischen Generalstaatsanwalt Dr. Fritz Bauer eine Reihe belastender Dokumente vorlegte, war schließlich der Grundstein für ein das Konzentrationslager Auschwitz betreffendes Ermittlungsverfahren gelegt. Die singuläre Persönlichkeit Bauers als Jude und Sozialist vom NS-Staat verfolgt, widerstand dem damaligen reaktionären Zeitgeist und sorgte dafür, dass ein die Strukturen eines deutschen Vernichtungslagers offenlegendes Strafverfahren bei der Frankfurter Justizbehörde konzentriert wurde. Logischerweise zog er damals eine tiefgründige Abneigung oder besser gesagt den Hass aller auf sich, die in geistiger Kontinuität mit dem von den Alliierten besiegten Faschismus lebten. Bauer nannte die Dinge, wie sie sich damals darboten, schonungslos beim Namen. So kennzeichnete er in einem Referat den Narzissmus als Bewegung eines Volkes, das nicht die Freiheit und die Menschenrechte verherrlicht, sondern die Obrigkeit, den Kasernenhof, den Drill. In einem Interview mit einer dänischen Zeitung spricht er von glühendem Antisemitismus der Deutschen unter der Oberfläche. Im Grunde beschrieb Bauer bereits damals das, was Daniel Goldhagen später als den eliminatorischen Antisemitismus der Deutschen beschrieben hat. Bauers konsequent antifaschistische rechtsstaatliche Gesinnung wurde ihm von der juristischen und politischen Umwelt so verübelt, dass er zu der Erkenntnis kam, wenn er seine Wohnung oder sein Dienstzimmer verlasse, fühle er sich wie im feindlichen Ausland. Als er Hinweise erhielt, dass der bei der Endlösung der Judenfrage in führender Position tätig gewesene Eichmann sich in Argentinien angesiedelt hatte, leitete er diesen Hinweis an den israelischen Geheimdienst weiter, weil er der Bereitschaft für ein Auslieferungsverfahren der deutschen Gerichte misstraute. Die israelische Justiz führte dann Eichmann seiner gerechten Strafe zu. Und wir haben ja heute Morgen ein eindrucksvolles Referat von Herrn Bach dazu gehört. Mit Fug und Recht kann man sagen, ohne die Aktivitäten Bauers wäre es nie zu einem relativ umfassenden Strafverfahren über das Konzentrationslager Auschwitz gekommen. Vergessen darf man in diesem Zusammenhang auch nicht die unermüdliche Tätigkeit zur Beschaffung von Beweismaterial durch den bereits erwähnten Hermann Langbein, über den 2012 im Wiener Verlag Braumüller unter dem Titel Zeitlebens konsequent Hermann Langbein eine Biografie von Brigitte Halbmeier erschienen ist. Langbein hat mir während der gerichtlichen Voruntersuchung die kanadische Adresse eines Schlüsselzeugen benannt. Es handelt sich um den aus der Tschechoslowakei stammenden Neuropsychiater Rudolf Furba,
dem 1944 die Flucht aus Auschwitz gelang. Auch die Adressen von zahlreichen rumänischen Zeugen besorgte Langbein. Diese konnten Anfang der 60er Jahre nicht zur untersuchungsrichterlichen Vernehmung nach Frankfurt kommen, mangels diplomatischer Beziehungen zu Rumänien. Da Rumänien in Wien eine Gesandtschaft unterhielt, erklärte sich die österreichische Justiz bereit, und zwar das Landesgericht für Strafsachen in Wien, Ermittlungsrichter Franz Fiedler, die rumänischen Zeugen in meinem Beisein zu vernehmen. Nachdem ich selbst noch einmal in der Gesandtschaft Rumäniens mit einem Gesandtschaftssekretär gesprochen hatte, durften die Zeugen dann später auch zur Hauptverhandlung nach Frankfurt reisen. Die gerichtliche Voruntersuchung richtete sich insgesamt gegen ca. 30 Angeschuldigte, die in Auschwitz waren. Welche Widerstände zu überwinden waren, habe ich in den letzten Jahren in mehreren Buch- und Zeitschriftenpublikationen ausführlich geschildert. Es würde zu weit führen, das alles noch einmal darzustellen. Stichwortartig sei erwähnt, die Belastungszeugen wurden richterlicherseits intern als Lügner bezeichnet. Schreiben an die sowjetische Botschaft in Bonn wurden zurückgehalten, weil in ihnen die Bezeichnung DDR statt SBZ verwendet worden war. Richter aus der Justizverwaltung traten an mich heran, das Verfahren über den Gesamtkomplex Auschwitz wieder in Einzelverfahren aufzulösen und dabei die Frankfurter Zuständigkeit wieder in Frage zu stellen. Selbst Beamte des gehobenen Dienstes aus der Geschäftsleitung des Landgerichtes maßten sich an, ihren Unmut über den Auschwitz-Prozess in einer ihre faschistische Gesinnung eindeutig erkennenden Weise zum Ausdruck zu bringen. Beamte der Strafverfolgungsbehörde weigerten sich, einen antikommunistischen polnischen Häftlingsarzt, der nun in der Bundesrepublik lebte, eine gutgehende Praxis betrieb und seinen polnischen Namen germanisiert hatte, trotz massiver Mordbelastung in die Gruppe der Angeschuldigten aufzunehmen, weil das in Polen angeblich zu Irritationen führen könne. Das war allerdings ein abwegiges Argument, denn zu den Angeschuldigten gehörte bereits ein polnischer Funktionshäftling, über dessen Handlungsweise ich von Polen aus mit Beweismaterial versorgt wurde. Eine Tatortbesichtigung in Auschwitz musste als private Reise statt offizieller Dienstfahrt durchgeführt werden. An Ort und Stelle ließ mir der Professor für Staats- und Völkerrecht an der Universität Krakau, Jan Sehn, jede erdenkliche Hilfe zuteil werden. Sehn hatte alsbald nach dem Zweiten Weltkrieg gegen den ersten Kommandanten von Auschwitz, Rudolf Höss, die gerichtliche Voruntersuchung geführt. Höss wurde zum Tode verurteilt und im Angesicht des Lagers gehängt. Ich übernachtete zweimal bei meinem Besuch, und zwar im ehemaligen Büroraum des Lagerkommandanten. Über die in Auschwitz gesammelten Eindrücke wurde ich später als Zeuge in der Hauptverhandlung vernommen, was dazu führte, dass auch das Schwurgericht eine Besichtigung von Auschwitz als Beweismaterial für nötig hielt und auch durchführte. Während meiner Tätigkeit in Ansehung des Komplexes Auschwitz sind ca. 30 Personen als angeschuldigt in Erscheinung getreten, wie ich schon gesagt habe. Im späteren Hauptverfahren erhielten 6 eine lebenslängliche Zuchthausstrafe, die übrigen zeitige Zuchthausstrafe bis auf 3, die freigesprochen wurden. Prominentester Angeschuldigter in dem von mir geführten Verfahren war der letzte Lagerkommandant
Richard Beer. Er verstarb aber bereits im Juli 1963 in der damaligen Untersuchungshaftanstalt Frankfurt-Hammelsgasse an Kreislaufschwäche. Die Angeschuldigten entstammten überwiegend der bürgerlichen Schicht. Sie waren Arzt, Apotheker, Kaufmann, Handwerksmeister, Sparkassenfilialleiter oder Ähnliches. Ihr Verhalten in der NS-Zeit entsprach dem des Gewöhnlichen oder, wie auch manchmal überspitzt gesagt wird, des hässlichen Deutschen. Ihre Eigenschaften waren anmaßend, mitleidslos und gefühlskalt, ideologisch borniert und damit auch dümmlich. In der deutschen Gesellschaft hatten sie millionenfache Ebenbilder. Alle waren austauschbar. Wenn die Angeschuldigten nicht in Auschwitz zum Einsatz gekommen wären, sondern statt ihrer andere, wären diese anderen die Auschwitz-Mörder geworden. Diese Mentalitätsbeschreibung der Angeschuldigten zeigte sich nach Einleitung des Strafverfahrens in Bestreiten, Beschönigen, Nichterinnern oder gar in Schuldzuweisung an andere Beteiligte. Besonders auffällig war aber bei allen die Unfähigkeit zur Reue. Auch absolute Aussageverweigerung war zu beobachten, zum Beispiel bei dem in der Untersuchungshaft verstorbenen Kommandanten Beer. Etwas von dieser verstockten Mentalität wich nur der Angeschuldigte Kaduk ab, der sich redebereiter zeigte, aber dennoch sich letztendlich die für die anderen Angeschuldigten beschriebenen Verhaltensmuster zu eigen machte. So erklärte er, die Judentransporte wörtlich kamen an wie warme Brötchen. Nach der Selektion auf der Ankunftsrampe in arbeitsfähige und sofort zu vergasende habe er zusammen mit anderen SS-Leuten die für die Gaskammer bestimmten Menschen mit Lastwagen zur Gaskammer transportiert. Die Auswahl über Tod oder Leben sei nur von SS-Ärzten und höheren SS-Führern getätigt worden. Seine Aufgabe sei es nur gewesen, wie ein Luchs aufzupassen, dass keiner der Todeskandidaten zur Gruppe der Arbeitsfähigen hätte überwechseln können. Ankommende Kinder, sofern sie nicht von den SS-Ärzten für medizinische Experimente ausgesucht wurden, seien sofort vergast worden. Arbeitsfähige Mütter, die sich nicht von ihren zu vergasenden Kindern hätten trennen wollen, seien dann selbst der Vergasung zugeführt worden. Ein scharfer Hund sei er schon gewesen, stellte Kaduk fest, fügte aber hinzu, ich habe niemals mit Bewusstsein getötet, nur manchmal jemand geschlagen, wenn er sich von der Arbeit drücken wollte. Im Übrigen überraschte er mit der Erklärung, er sei nur Handlanger gewesen. Die wirklich Schuldigen seien zum Beispiel Dr. Klopke, der Kommentator der Rassengesetze und spätere Staatssekretär im Kabinett Adenauer und der spätere Minister namens Oberländer, der seit 1933 NSDAP-Mitglied gewesen sei und Reichsführer des Bundes Deutscher Osten. Wo er diese Kenntnis her hatte, weiß ich nicht. Sie kam auch für mich bei der Vernehmung überraschend. Andererseits relativierte Kaduk alles seine Entlastungsversuche durch eine Erklärung in Ansehung des in den 60er Jahren tätig gewesenen polnischen Ministerpräsidenten Józef Czernkiewicz, der Häftling in Auschwitz gewesen war. Ohne durch die Vernehmungssituation genötigt, sagte er, wenn ich damals die Möglichkeit gehabt hätte, hätte ich ihn um die Ecke gebracht.
Diese Tirade verfolgte wohl den Zweck, sich bei dem Vernehmenden als strammen Antikommunisten darzustellen. Andererseits zeigte er durch die Wortwahl, wie geläufig es ihm war, Menschen zu töten. So sah es in der Hauptverhandlung auch das Schwurgericht. Kaduk wurde wegen Mordes an mindestens 1002 Menschen zu lebenslangem Zuchthaus und Aberkennung der bürgerlichen Ehrenrechte verurteilt. In Bezug auf den polnischen Ministerpräsidenten Cyrankiewicz ließ er dem vom NS-Staat entwickelten Feindbild des jüdisch-bolschewistischen Untermenschen in seiner antikommunistischen Komponente noch einmal freien Lauf. Gleiches hätte er sicher auch bezüglich der antisemitischen Komponente des Feindbildes gern zum Ausdruck gebracht. Das erschien ihm aber offenbar Anfang der 60er Jahre dann doch schon zu gewagt. Das Feindbild des jüdisch-bolschewistischen Untermenschen wurde in Auschwitz übrigens in grausamster Weise symbolistisch realisiert und todbringend vollzogen. An der während des Zweiten Weltkriegs unter deutscher Herrschaft stehenden Universität Straßburg war ein Professor Dr. August Hirt tätig, der bei Kriegsende Selbstmord beging. Er arbeitete zusammen mit dem Anthropologen Dr. Bruno Beger gegen den von mir auch ein gerichtliches Voruntersuchung in Verbindung mit Auschwitz lief. Diese beiden hatten sich ausgedacht, eine Schädelsammlung jüdisch-bolschewistischer Kommissare anzulegen. Da in Auschwitz auch zahlreiche sowjetische Kriegsgefangene inhaftiert waren, begab sich Beger nach Auschwitz und führte dort an russischen Gefangenen fragwürdige Schädelvermessungen durch. Die Gefangenen, deren Schädel ihm als jüdisch-bolschewistisch erschienen, wurden getötet, skelettiert und die Schädel in der Reichsuniversität Straßburg als sogenannte Studienobjekte verwahrt. Das Unterfangen der beiden Wissenschaftler in Anführungsstrichen war abartig und hatte das Niveau eines primitiven Horrorfilms. Ihr Vorgehen war grausam und entsprang niedrigsten Beweggründen. An der Verwirklichung der Mordmerkmale des Strafgesetzbuchs konnte kein Zweifel bestehen. Wie bei allen mit Auschwitz in Zusammenhang stehenden Angeschuldigten versuchte auch der angeschuldigte Anthropologe Beger, der höhere SS-Führer gewesen war, mit beschönigenden Erklärungen der Höchststrafe lebenslänglich zu entgehen. In der Hauptverhandlung gelang ihm das offenbar auch. Er wurde nur zu einer zeitlichen Zuchthausstrafe verurteilt. Trotz der zielstrebigen Aufklärungsarbeit des antifaschistischen Generalstaatsanwaltes Fritz Bauer, trotz der einigermaßen erträglichen Ergebnisse des Frankfurter Auschwitz-Prozesses blieb die Kontraproduktivität der Beschützer von Hitlers willigen Vollstreckern in den 60er Jahren ein absolut gegenläufiger Faktor. Bauer hatte die Absicht, neben der strukturellen Aufklärung der Verbrechen in Auschwitz auch den Komplex der sogenannten Euthanasieverbrechen im Gesamtzusammenhang zu untersuchen. Ausgangspunkt dieser Massentötungen war eine schriftliche Anordnung Hitlers vom 1.9.39, in der es hieß, dass unheilbar Kranken der Gnadentod gewährt werden kann. Um mögliche Interventionen von Angehörigen, der Betroffenen oder der Kirchen von vornherein auszuschließen bzw. zu unterdrücken, wurden alle Oberlandesgerichtspräsidenten und Generalstaatsanwälte nach Berlin eingeladen. Sie wurden über den Inhalt von Hitlers Anordnungen belehrt und zugleich aufgefordert, dass eingehende Interventionen oder Strafanzeigen unbearbeitet dem Reichsjustizministerium zuzuleiten waren. Die versammelten Justizfunktionäre nahmen diese illegale Vorgehensweise
ohne Widerspruch zur Kenntnis und verfuhren in ihrem Zuständigkeitsbereich entsprechend, sodass die Tötungsaktion gegen mehrere 10.000 Menschen im Sinne des Schreibens vom 1.9.39 reibungslos ablaufen konnte. Da die führenden Justizfunktionäre des NS-Staates an den Massentötungen von Insassen der Heil- und Pflegeanstalten zumindest durch Unterlassen der gebotenen Gegenmaßnahme beteiligt waren, leitete Bauer eine gerichtliche Voruntersuchung gegen sie beim Landgericht Limburg ein. In der Nähe von Limburg liegt die Heil- und Pflegeanstalt Hadamar, die eine der ausgewählten Vergasungsanstalten war. Diese Mitte 1965 beantragte Voruntersuchung beim Landgericht Limburg nahm den nach dem damaligen Zeitgeist zu erwartenden Verlauf. Der Untersuchungsrichter dieses Verfahrens ließ die Akten zunächst einmal 1,5 Jahre unbearbeitet liegen. Nach den Bestimmungen der ZPO über die gerichtliche Voruntersuchung, die übrigens seit den 70er Jahren abgeschafft ist, hatte der Untersuchungsrichter nach der Antragstellung diese zu eröffnen und musste zwingend die Angeschuldigten vernehmen. Erst nach Intervention des Generalstaatsanwaltes bei der zuständigen Strafkammer des Landgerichts Limburgs wurde der Untersuchungsrichter im Januar 1967 zur Eröffnung der Voruntersuchung verpflichtet. Dilatorisch und ohne Erklärungsbereitschaft wurde nun das Verfahren geführt. Am 30.06.1968 verstarb Fritz Bauer. Damit war vorauszusehen, dass dieses Verfahren nicht zu einem für die Angeschuldigten nachteiligen Ergebnis führen werde. Einige waren zwischenzeitlich bereits verstorben oder wegen Verhandlungsunfähigkeit nicht mehr in der Verfolgung. Die 4 noch verbliebenen Angeschuldigten wurden von der ersten Strafkammer des Landgerichts Limburg am 27.05.70 außer Verfolgung gesetzt. Die Begründung für den Schlussstrich lautete kurz und bündig: Den Angeschuldigten kann eine Beihilfe zum Mord nicht im Sinne eines hinreichenden Tatverdachtes nachgewiesen werden. Signifikant an diesem fehlgelaufenen Verfahren ist der Widerspruch zwischen dem Anspruch einer Minderheit, einer deutschen Minderheit, auf Vergangenheitsbewältigung und der von Ablehnung und Gleichgültigkeit beherrschten deutschen Wirklichkeit. Eine Erscheinung, die sich nicht nur im strafrechtlichen Sektor bei der Bewältigung der NS-Zeit findet, sondern vielleicht noch deutlicher im wiedergutmachungsrechtlichen Bereich. In meiner ca. 50-jährigen Berufstätigkeit habe ich nur etwa 5 Jahre als Untersuchungsrichter gearbeitet. Die weitere erhebliche Zeit vom Referendariat bis in den Lebensabschnitt nach meiner Pensionierung im Jahre 1989 wurde die Wiedergutmachung mein Spezialgebiet. Abgesehen vom Rückerstattungsgesetz Nummer 59 der amerikanischen Militärregierung aus dem Jahre 1947 lief die Wiedergutmachung alles in allem nach dem Grundsatz ab: Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. 50 Jahre nach 1945 musste ich in den 90er Jahren noch an Sachverständigenanhörungen im Bundestag teilnehmen, um sogenannte vergessene Verfolgtengruppen wie Wehrdienstverweigerer, Zwangsarbeiter oder Homosexuelle eine Zuwendung zu ermöglichen. Die nach langem Hin und Her zugebilligten Beträge hatten jedoch ebenso wie die zuvor an rassisch und politisch Verfolgte gezahlten nicht das Format eines vollen zivilrechtlichen Schadensausgleichs, sondern bewegten sich teilweise zumindest im Bereich der Almosen. Zutreffend stellte das Zentrum
der Organisation der Holocaust-Überlebenden in Israel fest, wörtlich. Die Grundlage der deutschen Gesetzgebung für Wiedergutmachung besteht nicht aus erhabenen moralischen Erwägungen, sondern hauptsächlich aus pragmatisch-politischen. Nicht auf die individuelle Gerechtigkeit für die Holocaust-Überlebenden war das Wiedergutmachungssystem ausgerichtet, sondern vielmehr auf das Image der Bundesrepublik Deutschland in der Weltöffentlichkeit. Der Wiedergutmachungskomplex diente mehr der deutschen Außenpolitik als einer echten Rehabilitierung der Überlebenden. Zitat Ende. Dass Bauer mit seinem Grundsatzverfahren gegen die führenden Justizfunktionäre im Euthanasiekomplex im Gegensatz zu seinen Bemühungen im Auschwitzkomplex scheiterte, bestätigt diese israelischen Erkenntnisse. Die Verbrechensopfer im Euthanasiekomplex waren vornehmlich deutsche Staatsangehörige, sodass das Bedenken außenpolitischer Rücksichtnahme von den Verfechtern der Kontinuität zum faschistischen Deutschen Reich hintangestellt werden konnte. Im Auschwitz-Prozess funktionierte das nicht, weil durch den bereits erwähnten Hermann Langbein das internationale Auschwitz-Kommission und den polnischen Staat die internationale Öffentlichkeit in das Geschehen einbezogen worden war. Trotzdem hat man auf dem Gebiet des Strafrechts und der Wiedergutmachung nur das getan, was einfach aus außenpolitischen Gründen nicht unterlassen werden konnte. Die inneren Vorbehalte gegen eine Tabula Rasa-Politik in Bezug auf die NS-Zeit sind nach wie vor massiv existent geblieben. Es ist bemerkenswert, dass die sonst eher euphemistisch agierende Bundeskanzlerin unlängst vor dem Zentralrat der Juden von einem nach wie vor ausgeprägten Antisemitismus der Deutschen sprach. Das ist fast 70 Jahre nach dem Ende des Faschismus alarmierend und beweist zugleich, warum strafrechtliche und wiedergutmachungsrechtliche Aufarbeitung des deutschen Faschismus nur Stückwerk geblieben sind. Mir fällt in diesem Zusammenhang eine Weisheit des jüdischen alten Schriftgelehrten Schamai ein, der die Maxime formulierte, rede wenig und tue viel. Bei der Aufarbeitung der NS-Vergangenheit war es gerade umgekehrt. Es wurde nur Unzureichendes getan, aber viel im Sinne einer Hofberichterstattung schöngeredet. So wurde im Hessischen Rundfunk aus Anlass des 40. Jahrestages des Auschwitz-Prozesses eine Dokumentation ausgestrahlt, die alle Hindernisse und Schwierigkeiten, die Bauer und den wenigen an seiner Seite bereitet wurden, ausgeblendet blieb. Vor einiger Zeit wurde Bauer, der stets Verfechter des Resozialisierungsgedankens war, sogar in einer Publikation in die Nähe der Protagonisten kurzer Prozesse gerückt. Dem kann man nur entgegenhalten, und zwar eindringlich. Wenn der Zeitgeist in Deutschland stets von dem Wollen Bauers geprägt gewesen wäre, könnte man das Problem Aufarbeitung der NS-Vergangenheit heute fast 70 Jahre nach dem 8.5.45 im Sinne einer tief verwurzelten, ständigen Mahnung zur Ächtung aller staatlich gelenkten Verbrechen, wie die deutscherseits begangenen, als gelöst ansehen. Ich danke für die Aufmerksamkeit.
Lieber Herr Düx, haben Sie ganz herzlichen Dank für diesen Vortrag, der ja doch ein gewisses düsteres Bild zeichnet von den Schwierigkeiten, die Sie zu bekämpfen hatten bei der Aufarbeitung der Verbrechen, die im Zusammenhang mit dem Konzentrationslager Auschwitz stehen und selbstverständlich auch dann Ihr Ausflug in die Wiedergutmachungsrechtsprechung und Wiedergutmachungsgesetzgebung. Auch hier sehen wir noch viel, dass noch viel zu tun ist. Und natürlich ist es auch interessant zu hören, dass wenn wir den Auschwitz-Prozess in unserer gängigen Rezeption erkennen, als etwas, das ja Positives geleistet wurde von der deutschen Justiz, dass das mit so enormen Schwierigkeiten verbunden war, wie Sie das berichten, politischerseits, aber auch eben intern aus den Justizmühlen heraus immer wieder Stolpersteine aufgebaut worden sind. Das wirft einen anderen Blick auf diesen Prozess. Es ist keine Erfolgsgeschichte, sondern ein weiteres Symbol für die Schwierigkeiten und partielles Versagen der deutschen Justiz in diesen Fragen. Wenn ich jetzt auf die Uhr blicke, dann ist Herr Hirsch natürlich schon in den Startlöchern. Ich würde gleichwohl, da wir auch ein bisschen später angefangen haben nach der Mittagspause, jetzt die Möglichkeit zu einer kurzen Diskussion bieten. Und wenn ein, zwei Fragen gewünscht sind, dann ist das sicherlich möglich. Ich sehe hier drüben, ja, bitte, das Mikrofon kommt. Dankeschön. Franziska Augstein, Süddeutsche Zeitung. Sehr geehrter Herr Düx, danke für den Vortrag. Als Fritz Bauer 1968 starb, wurde er tot in seiner Badewanne aufgefunden. Und bis heute weiß man nicht, ob er eines natürlichen Todes gestorben ist, ob er umgebracht wurde oder ob er, das wurde auch vermutet, Selbstmord begangen hat. Haben Sie dazu eine Meinung? Das ist die erste Frage. Die zweite Frage: Ich habe gehört, dass damals nicht besonders intensiv versucht wurde, die Todesursache zu ermitteln. Was können Sie dazu sagen? Hierzu bin ich schon häufig befragt worden. Zunächst mal kann ich nur das wiederholen, was ich immer gesagt habe. Also ich halte es nicht für möglich, dass Fritz Bauer Selbstmord begangen hat. Denn Fritz Bauer war eine absolut autonome und gefestigte Person, die sich durch nichts erschüttern ließ. Ich erinnere nur zum Beispiel, er war unterwegs zu einem Vortrag in Nordhessen mit seinem Wachtmeister und sie sind wahrscheinlich ziemlich schnell gefahren, weil die Zeit schon drängte und da hat sich das Auto überschlagen und der Wachtmeister ist bei dieser Geschichte zu Tode gekommen. Aber Fritz Bauer hatte sich gleichwohl nicht nehmen lassen, den Vortrag zu halten, was natürlich eine enorme Leistung war aufgrund des Vorangegangenen. Also, wie gesagt, die Selbstmordthese möchte ich ganz intensiv in Zweifel ziehen. Was einen Mord anbetrifft, fehlt mir jeder Anhaltspunkt. Und was die Ermittlungen anbetrifft, die nach dem Tod von Fritz Bauer stattgefunden haben, darauf hatte ich keinen Einfluss. Also ich möchte davon ausgehen, dass das gerichtlich-medizinische Untersuchungsergebnis wohl doch richtig ist, es sei denn, es wurde das Gegenteil bewiesen. Und solange das nicht der Fall ist, möchte ich mich an derartigen Spekulationen nicht beteiligen. Wie war jetzt die zweite Frage noch? Das war's schon. Ja, gut. Vielen Dank. Ja. Noch eine weitere Frage, bitte. Joachim Perels aus der Uni Hannover. Herr Düx, Ihr Vortrag, der ja dadurch, dass Sie das selber erlebt haben, während wir das im Nachhinein untersuchen, ja doppelt wichtig war, enthielt doch die These, die ich jetzt ein bisschen in Zweifel ziehen möchte, ganz kurz, nämlich, dass der Auschwitz-Prozess insgesamt der große Durchbruch war. Das ist sicherlich von der Wirkungsweise richtig, aber nicht von der Entscheidung.
In der Entscheidung wurde der Adjutant von Auschwitz-Mulka nicht als Täter, wem sage ich das, sondern als Gehilfe qualifiziert. Und juristisch gesprochen einfach heißt das, er wollte die Tat nicht als eigene. Das war ein hoher SS-Offizier, der die Leute ausbildete in Auschwitz. Also das gehörte, dieser Teil der Entscheidung, in die schrecklichen, sage ich jetzt mal abgekürzt, Gehilfenentscheidungen zugunsten von Nazitätern, die milde behandelt wurden. Bloch hat dafür den schönen Ausdruck geprägt oder den furchtbaren Ausdruck. Streichelstrafen für Mörder-Nazis. Gab es das auch im Auschwitz-Prozess? Ich habe die Frage schlecht verstanden. Herr Professor Safferling hat mir das Wesentliche aber eben mitgeteilt. Also die Gehilfenrechtsprechung hat meines Erachtens im Auschwitz-Prozess auch eine Rolle gespielt. Aber angesichts des Ergebnisses, das erzielt worden ist, würde ich doch sagen, dass alles in allem gesehen nach den damaligen Verhältnissen, wie sie in der Bundesrepublik herrschten, doch ein einigermaßen erträgliches Ergebnis erzielt worden ist. Die Gehilfenrechtsprechung ist enorm missbraucht worden in den Euthanasieverfahren. Und zwar ist dann Folgendes passiert, nachdem geraume Zeiträume verstrichen waren, dann hat man die Gehilfen außer Verfolgung gesetzt wegen Verjährung der Taten. Das ist meines Erachtens im Auschwitz-Prozess nicht geschehen. Im Übrigen ist es natürlich so, über das Urteil im Auschwitz-Prozess kann ich mich im Einzelnen nicht äußern, denn für mich war ja mit dem Abschluss der Voruntersuchung der Auschwitz-Prozess schon Geschichte. Ich habe mich natürlich intensiv dafür interessiert, wie die Urteile ausgefallen sind, aber alles in allem gesehen, das habe ich in mehrfachen Vorträgen schon zum Ausdruck gebracht, bin ich angesichts der Umstände, wie sie damals in der Bundesrepublik herrschten, mit dem Auschwitz-Prozess einigermaßen zufrieden. Und zwar nicht aus dem Grund, weil ich die gerichtliche Voruntersuchung geführt habe, sondern weil im Zusammenwirken von allen, die daran beteiligt waren, dort dieses Ergebnis erzielt worden ist. Nicht aus einem BMJ. Ich habe eine Frage an Herrn Bach. Und zwar eine Frage, die den Auftrag an die Unabhängige Kommission betrifft und deren Forschungsthema. Sie haben eben gesagt, dass beim Eichmann-Prozess die Bundesregierung Ihnen alle erdenklichen Materialien und Akten zur Verfügung gestellt hat. Nun hat der Spiegel vor einigen Monaten in einem Essay über den Eichmann-Prozess die Vermutung aufgestellt, die Annahme schon, kann man sagen, dass es damals eine Vereinbarung zwischen der Regierung Adenauer und dem Staat Israel gab, dahingehend, dass die Bundesregierung Israel in diesem Prozess unterstützt, unter der Voraussetzung, dass in diesem Prozess Amtsträger der jungen Bundesrepublik außen vor bleiben, nicht involviert werden würden. Stimmt das? Haben Sie dafür Belege? So, nein, also da, ja, da gab es damals alle möglichen Gerüchte, die meiner Meinung nach absolut nicht fundiert waren. Also zum Beispiel damals hauptsächlich zum Beispiel, was Globke, wissen Sie, anbetrifft. Da wurde damals auch gesagt, und wir wurden damals angegriffen, auch von russischer Seite und von, dass wir, warum haben wir die deutsche Regierung nicht kritisiert, dass Herr Globke, der auch sehr schließlich aktiv war, damals in den Nürnberger Gesetzen und so weiter, dass er weiter dann Minister war. Also das ist, kann ich Ihnen nur sagen, das ist absoluter Unsinn. Wir haben gewusst, wie ich schon gesagt habe, dass die Richter nicht erlauben werden, dass sie etwas bringen, was nicht relativ zu Eichmann steht. Also die Tatsache,
dass nach dem Krieg ein Mann wie Globke als Minister beibehalten wurde, das hat absolut nichts mit Eichmann zu tun. Eichmann war zu der Zeit nicht mehr aktiv. Eichmann war schon untergetaucht, war schon in Argentinien. Also hat absolut gar keinen Zweifel, dass unsere Richter, wenn wir da irgendwelche Beweise gebracht hätten, ich hatte damals auch Leute mitgeteilt, hat man uns gesagt, wenn wir die deutsche Regierung jetzt angreifen, über das, dass gewisse Amtsträger da weiter sind, dann werden wir zusätzliches Material bekommen. Hat mir jemand vom Osten gesagt. Sag ich, hört mal, solche Diskussionen bin ich nicht bereit einzugehen. Wenn etwas relevant ist, was Eichmann anbetrifft, ganz egal, wer dafür ist, wer dagegen ist, dann bringen wir das rein. Wir haben uns als Staatsanwälte absolut nicht beeinflussen lassen von irgendeiner Seite. Hat mir auch mal jemand gesagt, ja, vielleicht, du weißt es nicht, aber vielleicht Herr Hausner, der war damals der Vorsitzende, der hat vielleicht besprochen mit Ben-Gurion und durch Adenauer und so weiter, dass man gewisse Sachen nicht reinbringt. Das wäre möglich gewesen, wenn wirklich Herr Hausner den ganzen Prozess geführt hätte und wir wären passiv gewesen. Aber hier hatten wir unsere Zeugen. Wir haben jede Frage, alle drei Staatsanwälte. Also wenn so etwas gewesen wäre, hätte man uns informieren müssen. Man hätte mir sagen müssen, fragt diese Fragen nicht oder fragt keine Fragen, die die deutsche Regierung irgendwie beeinflussen. Keiner, sowohl Herr Hausner, sowie Herr Ben-Gurion, mit dem ich gesprochen habe, hat niemals sich irgendwie jemand an uns gewandt, trotzdem sie wussten, dass wir die Hauptzeugen, dass ich die Hauptzeugen verhört hatte in dem Prozess. Keiner hat das sozusagen. Und da kann ich Ihnen so sagen, dass absolut Sachen, die mit Eichmann nicht in Verbindung standen, da wussten wir erstmal, die Richter werden es nicht akzeptieren und wir auch als Staatsanwälte. Wir haben diesen Prozess so geführt, wie wir jeden anderen Prozess geführt hätten. Kann ich Ihnen sagen, da verdiene ich auch keinen Kredit dafür. Aber während der Untersuchung, wo wir, wie es also unsere Polizisten zigtausende Dokumente durchgegangen sind, habe ich manchmal Dokumente gesehen, wo ich dachte, das könnte für die Verteidigung interessant sein. Und die habe ich geschickt an Servatius. Zwei Tage später kam Servatius zu mir und sagte, wissen Sie, ich habe das dem Eichmann gezeigt. Und Eichmann hat mich gefragt, wo haben Sie denn diese Dokumente her? Habe ich gesagt, von dem Staatsanwalt. Das ist fast ohnmächtig geworden. Was? Der israelische Staatsanwalt hat Ihnen Dokumente gegeben, die er Verteidigung. Ich meine, für mich war das was Selbstverständliches. Ich habe das in jedem Prozess so gemacht. Ich habe es auch in diesem Prozess so gemacht. Das bedeutet nicht, dass wir nicht alle Anstrengungen gemacht haben, um zu beweisen, seine Schuld und die meiner Meinung. Sie wissen das. Er ist der einzige Mann, der jemals in Israel zum Tode verurteilt wurde. Wir haben noch die Todesstrafe für Terrorakte und für Hochverrat in Kriegszeiten. Aber auch für die schlimmsten Terrorakte ist in Israel noch nie jemand zum Tode verurteilt worden und hingerichtet. Also es war der Einzige und wir hatten wirklich das Gefühl, wenn irgendjemand das verdient hatte, dann war es das. Aber was die deutsche Regierung anbetrifft, also das, wie ich schon gesagt habe, die waren ungeheuer kooperativ. Wir waren sehr dankbar dafür, dass die deutsche Regierung wirklich mit uns sehr zusammengearbeitet hat und uns Versionen gegeben hat. Aber wir haben es völlig klar gemacht, dass wenn irgendein Beweis da ist, der eine Kritik bedeuten würde gegen die heutige Regierung von Deutschland, würden wir nicht davon absehen, das zu bringen. Aber die Sachen, die nicht mit Eichmann direkt in Verbindung standen, die haben wir abgelehnt. Und wie gesagt, ich hatte keinerlei Informationen bekommen über irgendein internes Abkommen zwischen den Ländern. Vielen Dank, Herr Bach, für diese ausführliche Antwort. Cornelius, ich habe deine Hand gesehen. Ich würde dich bitten, dich vielleicht nachher noch mal zu melden und dass wir jetzt mit dem Prozess weitermachen. Okay, du kriegst dein Mikrofon. Professor Nestler, Universität Köln. Und muss man vielleicht dazu sagen, Nebenklägervertreter in dem Janjuk-Verfahren. Zu dem Auschwitz-Urteil noch eine Rückfrage an Herrn Dücks. Es gab, das ist unter den Experten hier zum Teil wahrscheinlich bekannt, ja den Streit zwischen Bauer und dem Gericht und dann dem BGH darüber, ob das eine Tat ist, was in Auschwitz passiert ist, um es verkürzt zusammenzufassen, oder ob man das in Scheibchen schneidet.
das Landgericht und der BGH haben sich dafür entschlossen, dass in einzelne Aktionen, also eine bestimmte Gruppe von Juden, ein Zug etc., immer eine Tat, sodass es also eine Verurteilung wegen mehreren Taten gab und nicht wegen einer ganzen Tat. Ich will nur darauf hinweisen, dass diese juristische Weichenstellung, die ich für falsch halte, die der BGH übrigens bei Eichmann auch nicht durchgehalten hat, weil nämlich die Mitarbeiter von Eichmann, die die Juden in die Züge in Ungarn gesetzt haben, die sind alle wegen Beteiligung an einer Tat verurteilt worden. Also 350.000 Juden in Ungarn, das war eine Tat. Als sie in Auschwitz angekommen sind, waren es auf einmal mehrere Züge mit mehreren Gruppen und so weiter. Passt sowieso nicht. Aber diese Rechtsprechung, die der BGH aufrechterhalten hat, die hat bis auf den heutigen Tag Auswirkungen. Die hat nämlich die Auswirkung, dass wenn Sie Personen haben, die daran beteiligt sind, an einer großen Vernichtung beteiligt gewesen zu sein, man diese große Vernichtung aber in einzelne Scheibchen schneidet, dann landen Sie auf einmal bei der Frage, hat dieser Wachmann auch am Sonntagnachmittag, als der eine Zug aus Ungarn ankam etc., an der Rampe gestanden? Während, wenn man es so gemacht hätte, wie Fritz Bauer es vollkommen richtig vorgeschlagen hätte, sagt, die Deportation der Juden nach Auschwitz war eine Tat. Jeder, der in dem Zeitraum an der Rampe gearbeitet hat, hat Beihilfe zu dieser einen Tat geleistet, hat man eine vollkommen andere Situation. Das heißt also, die Fehler, die im Auschwitz-Verfahren im Urteil gemacht wurden, die wirken bis auf den heutigen Tag fort. Im Auschwitz-Prozess sind insofern keine Fehler gemacht worden, und zwar aus dem Grund, weil ja das Urteil gesprochen werden musste nach dem individuellen Strafrecht, wie es das deutsche Strafgesetzbuch vorschrieb. Eine bessere Methode wäre natürlich gewesen, man hätte das Verfahren nach dem Kontrollratsgesetz Nummer 10 durchgeführt, denn es wäre ohne Schwierigkeiten nach meinem Dafürhalten zulässig gewesen, zu sagen, jeder, der in Auschwitz war und dort mitgewirkt hat, der ist Täter und dem braucht man keine absolute individuelle Schuld vorzuwerfen. Das ist auch häufig von Bauer zum Ausdruck gebracht worden. Und was ihn gestört hat, dass er zurückgreifen musste auf das individuelle deutsche Strafrecht. Was den Alliierten recht und billig war, hätte natürlich den Deutschen auch recht und billig sein müssen. Deshalb bedauere ich heute noch, dass das Kontrollratsgesetz Nummer 10 nicht auf solche Verfahren wie den Auschwitz-Prozess angewendet worden ist. Das ist wirklich bedauerlich, aber ich habe es ja vorgetragen, man wollte ja von diesem Kontrollratsgesetz Nummer 10 nichts wissen. Man hat das betrachtet als ein Gesetz, das dem deutschen Rechtsdenken widerspricht. Es war natürlich eine Blasphemie zu sagen, im Jahre 1960 oder 63 deutsches Rechtsdenken. Das deutsche Rechtsdenken haben wir ja erlebt von 1933 bis 1945. Das war ein vorgeschütztes Argument, das einem nur mit Charme erfüllen kann.